Alter gibt es eigentlich vier relevante psychische Erkrankungen. Das ist einmal die Demenz, unterschiedliche Formen einer Demenz, die sich durch Gedächtnisstörungen in erster Linie zeigt. Dann gibt es die Psychosen, sogenannte wahnhafte Störungen, dass Menschen glauben, irgendwas passiert hier um sie herum, was sich quasi nur in deren Kopf abspielt, aber nicht wirklich passiert. Dann gibt es die Depressionen, schlechte Stimmung, Schlafstörungen, Traurigkeit, Antriebslosigkeit sind die Symptome. Und dann gibt es Delir. Das ist eine Erkrankung, die oft bei akuten somatischen, also körperlichen Erkrankungen, ein psychisches Begleitphänomen darstellt. Das Delir trifft zum Beispiel relativ häufig in und um Operationen herum auf, ist deswegen sehr gefährlich, weil es die Prognose der Erkrankung deutlich verschlechtert. Also viele Menschen, die ein Delir durchleben, versterben dann tatsächlich auch im späteren Verlauf der Erkrankung. Und die Behandlung besteht zum einen darin, dass man die Ursache, also zum Beispiel einen Flüssigkeitsmangel, eine Unterforderung an Reizen oder auch eine Überforderung an Reizen, also zu viel Unruhe, beseitigt, aber auch mit Medikamenten, die Halluzinationen und Wahnvorstellungen behandelt. Die Altersdepression wird oft gar nicht erst erkannt, weil Menschen sich im Alter sowieso so ein bisschen verändern und ein bisschen langsamer werden. Viele auch gar nicht klagen über Schlafstörungen, sondern erst wenn man gezielt nachfragt. Die Depression verschlechtert die Lebensqualität erheblich und man kann sie eben relativ gut mit Medikamenten, Antidepressiva behandeln, die auch für ältere Menschen gut geeignet sind und zum Beispiel sowas wie Schlafstörungen oder Antriebsstörungen gut beseitigen können. Thank you.